Nach Trennungszoff mit Dieter, das ist Vanessa Maisneuer. Vor einigen Monaten erschütterte eine Promi-Trennung der besonderen Art zahlreiche Fans. Schlagersternchen Vanessa Mai, 25, und Hitproduzent Dieter Bohlen, 63, gaben das Ende ihrer Zusammenarbeit bekannt. Aber auch bei diesem speziellen Aus gilt: Die Zeit heilt alle Wunden und füllt offenbar auch alle Lücken. Das Goldkehlchen hat einen neuen Produzenten an Land gezogen. Die Freude über ihren neuen Businessfang kann die nie wieder Interpretin kaum für sich behalten. Bei der Live-Übertragung der Schlager-Champions rutschen ihr die Neuigkeiten heraus. Auf ihrem Instagram-Account macht die Musikerin dann nur allzu gerne offiziell Klarschiff. Aber warum soll man auch immer die besten Meldungen für sich behalten, wenn ich sie doch unbedingt mit euch teilen will? Ja, es stimmt, wird zukünftig wieder meine Songs produzieren und wir sitzen sogar schon ganz bald an ersten Liedern, freut sich. Der neue Herr an ihrer Seite ist kein unbekanntes Gesicht. Bereits zu ihren Wolkenfreizeiten konnte die Sängerin auf Input zählen. Außerdem hatte der Musikmogul seine Finger auch bei den Neuauflagen ihrer Songs Wo du bist und 1000 Lieder im Spiel. Als ich im November wieder im Studio war für diese Songs der Gold-Edition, fühlte es sich einfach an wie nach Hause zu kommen, begründet die Bühnenschönheit ihre musikalische Rückkehr. Freut ihr euch auf die Zusammenarbeit von Vanessa Mai und Felix Gauder? Auf jeden Fall. Ich war schon während Vanessas Wolkenfreizeiten von den gemeinsamen Projekten begeistert. Ich hätte mir eine längere Zusammenarbeit zwischen Vanessa und Dieter gewünscht.